Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, die Fußgängerzone schreitet weiter voran. Sie haben sicherlich in den letzten Wochen bereits gesehen, dass in den Nebenstraßen die ein oder andere Baumaßnahme begonnen hat bzw. auch schon wieder abgeschlossen wurde. Diese Baumaßnahmen dienen dazu, dass die Anschlussstücke für die entsprechenden Sparten in unserer Fußgängerzone dann auch so erneuert sind, dass wenn wir die Fußgängerzone ab dem nächsten Jahr nun anpacken, diese Anschlussstücke dann bereits in neuem Zustand sind und schnell weitergebaut werden kann. In dieser Woche hatten wir eine große Bürgerbeteiligung in der Theresienstraße. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass dort eine Bemusterungsfläche ausgestellt ist, auf der die einzelnen Granitelemente und Granitsteine dargestellt sind. Diese Bemusterungsfläche hat zum einen unterschiedliche Farbvarianten hinsichtlich des Granitsteins dargestellt, darüber hinaus aber auch die Frage, welches Blindenleitsystem in unserer Fußgängerzone zum Einsatz kommen soll. Entweder das Standardsystem, wo es gefräste Rillen und entsprechende Muster gibt, die deutschlandweit bekannt sind, oder ein etwas dezenteres System mit einer Stahlkante, die durch die ganze Fußgängerzone gehen würde und dann den Blinden ebenfalls die gleiche Leitlinie bieten würden. Die Bürgerinnen und Bürger, die bei der Bürgerversammlung gestern dabei waren, haben hier ein ganz klares Votum gefällt, was den Einsatz des entsprechenden Granites betrifft. Man will wieder, genauso wie in der Theresienstraße, auf dem Rathausplatz oder auch in der Jesuitenstraße, die gleiche Farbgebung haben, das heißt den etwas gefälligeren, gelblicheren Stein verwenden, der auch bereits gut angekommen ist bei der Bevölkerung an anderen Stellen. Ich erinnere beispielsweise an die Bürgerbeteiligung 2014, 2015 für die Jesuitenstraße, wo man sich ja auch exakt für diesen einen Stein entschieden hat. Darüber hinaus gab es ein ganz klares Votum auch für die Bodenintarsien, mit denen wir ja unsere Stadtgeschichte auch darstellen wollen. Entweder einzelne denkmalgeschützte Häuser oder auch entsprechende Personen der Stadtgeschichte hier herausheben wollen. Auch diese, wie sie bislang genannt worden, Bodenintarsien sind sehr, sehr gut angekommen. In Zukunft sollen diese Bodenintarsien übrigens Fußnoten zur Stadtgeschichte heißen und sie sind ja auch Fußnoten, weil sie zu den Füßen der Bevölkerung dann das ein oder andere über unsere Stadtgeschichte erzählen. Ja, und der Streitpunkt hinsichtlich des Blindenleitsystems, der konnte zu einem gewissen Teil zum Vorteil für das standardisierte Blindenleitsystem entschieden werden. Die Bürger haben gestern vor Ort ganz klar votiert und haben gesagt, bleiben wir doch bei dem, was deutschlandweit Standard ist, was man kennt, und nehmen weniger die Stahlkante, die auch ein gewisses Stolperhindernis sein kann. All das werden wir nun mit den Informationen und mit den Eindrücken der Bürger in den Stadtrat einbringen, sodass der Stadtrat dann über den entsprechenden Stein und auch über die entsprechende Gestaltung dann entscheiden kann. Ich bin den Bürgerinnen und Bürgern sehr dankbar. Es war gestern eine intensive Zeit. 1,5 Stunden haben wir uns nur mit der Bemusterung befasst und viele Bürger sind zu Wort gekommen. Es sind viele Informationen ausgetauscht worden und ich bin mir sicher, dass wir jetzt allmählich auch in die entsprechenden Bemusterungen dann gehen werden. Die entsprechende Aufwertung unserer Fußgängerzone wird in 5 Abschnitten geschehen, beginnend 2018, dann 19, 20, 21 und den Schlusspunkt setzt dann das Jahr 22 und dann haben wir eine rundum erneuerte und wieder attraktive Fußgängerzone. Herzlichen Dank an alle, die sich bislang an diesem Bürgerbeteiligungsprozess beteiligt haben. Es ist ja auch immer eine Freizeit, die man hier opfert, aber ich glaube, es sollte uns wert sein, wenn es um die Frage unserer Stadt auch geht. Herzlichen Dank.